Benvenuti al Sud. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch eine Runde mitnehme. Ich bin jetzt hier bei meinen Eltern angekommen. Meine Mama ist unten und bereitet alles vor. Wir haben auch schon lecker gegessen. Es war ziemlich anstrengend, hierher zu fliegen mit dem Liam. Allerdings bin ich diesmal nach Neapel geflogen und nicht nach Bari, weil es einfacher ist, von dort aus hierher zu kommen. Es sind nämlich nochmal über 2 Stunden mit dem Bus. Ja, allerdings haben wir es diesmal so gemacht. Es war ein großer Wunsch von mir. Ich habe es euch im letzten Video schon so ein bisschen angekündigt. Ein kleiner Traum ist in Erfüllung gegangen. Und zwar wollte ich schon immer mal nach Positano. Irgendwie spricht jeder von Positano. Und ja, ich habe mir gedacht, Mensch, wenn du schon mal in Neapel bist, dann versuchst du da irgendwie hinzukommen. Allerdings ist es wirklich schwierig. Also es ist nicht so wie in Deutschland. Also wenn du quasi einen Ausflug machen möchtest nach Düsseldorf, München, Berlin, keine Ahnung, organisierst du das einfach, schaust, wie weit es ist, gibst es ins Navi ein und fährst los. Ja, das ist hier alles ein bisschen anders. Das hört sich komisch an. Das kann sich auch keiner so richtig vorstellen. Aber ja, ich habe es dann organisiert, ich habe geschaut und man fährt hier unten im Süden auch kein Taxi. Also es ist eher ungewöhnlich, aber wir haben tatsächlich einen Taxifahrer gefunden, der uns dann letztendlich nach Positano gefahren hat. Es war eine kleine Odyssee. Vom Flughafen Neapel waren es ungefähr 1,5 Stunden, ja. Recht kurvig und es hat aber trotzdem Spaß gemacht, denn der Mann war sehr sympathisch und er war tatsächlich sehr froh an dem Tag, so ein Geschäft gemacht zu haben mit uns. Und er hat tatsächlich dann auch in Positano gewartet. Sehr ungewöhnlich auch wieder. Dieses Wort wird wahrscheinlich noch öfters vorkommen. Jedenfalls hat er gewartet. Wir haben uns Positano angeschaut und ich habe auch ein bisschen was für euch extra mitgefilmt. Allerdings habe ich nicht dazu gesprochen, sondern ich habe einfach die schönen Eindrücke eingefangen und wollte euch das Ganze auch zeigen. Also Positano ist auf jeden Fall eine Reise wert. Es ist jetzt für mich nicht so, dass ich sagen könnte, okay, man kann dort eine Woche oder 14 Tage Urlaub machen am Meer. Dazu ist der Ort zu klein. Es sind gerade mal knapp 4000 Einwohner. Es gibt nicht so viel zu sehen, aber es ist wirklich schön, wenn man das als Tagesausflug ja einfach mal wahrnimmt. Sorrento, Napoli und ja, die Amalfi-Küste, es ist einfach ein Traum, wirklich. Wir hatten leider auch schlechtes Wetter, also es war jetzt nicht so sonnig, deshalb wundert euch nicht. Aber ich denke, ich habe ein paar schöne Eindrücke für euch sammeln können und ich nehme euch jetzt auch hier wieder ein bisschen mit auf diese kleine Reise. Ich bin schon ein paar Tage da. Mama hat uns schon lecker bekocht. Ja, ich glaube, ich habe auch schon einiges zugenommen auf Instagram. Haben auch schon viele gesagt, Mensch, Heidi, immer wenn ich deine Insta-Story schaue, bekomme ich Hunger. Aber es ist halt hier auch total normal, ne? Also so, dass die Mama einen verwöhnt und dass es hier viel ums Essen geht, ist auch selbstverständlich. Und ja, also gut, jetzt schauen wir mal, was noch so passiert während des Videos. Ich werde dann auch noch ein bisschen was einkaufen für zu Hause. Die Jungs freuen sich schon auf ihren Parmesankäse. Mal gucken, ob es Gazosa gibt. Also es ist ein Getränk, das Alessandro sehr, sehr gerne trinkt. Aber das gibt's, soweit ich weiß, hier nur in Flaschen. Also ich habe es noch nicht in Plastik gesehen. Und Glas kann ich natürlich nicht transportieren. Also das ist mir ein bisschen zu gefährlich. Ich könnte das gut einpacken, aber wie gesagt, das ist mir zu heikel. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. Es war ein langes Intro. Und ich zeige euch dann noch die Eindrücke aus Positano. Und wünsche euch jetzt, wie gesagt, weiterhin ganz viel Spaß bei diesem Video. Da ist der Happy. Nervigste Hund der Welt. Jetzt bellt er gerade mal nicht. Das ist aber auch eher eine Ausnahme. Nelly, wo ist die Zara? Wo ist die Zara? Ist sie draußen? Wir haben nämlich noch einen Hund da draußen. Unser Wachhund. Da ist er. Da ist der Wachhund. Na, na komm. Ja, Nelly. Na komm, mein Schatz. Bist du müde? Wo ist der Happy? Wo ist der Happy? Du suchst die Oma. Oma! Wo ist die Oma, Liam? Wo ist die Oma? Wir gehen jetzt zum Friedhof, zu meinem Papa. Wie jeden Tag, logischerweise. Tschüss, Snap. Alle freuen sich immer auf Insta, wenn ich Tschüss, Snap mache.
müsst ihr jetzt hier nicht verstehen auf YouTube. So ein kleiner Insider. Und ja, dann schauen wir mal. Dann gehen wir noch einkaufen. Ich glaube, das ist so das liebste Thema oder das zweitliebste Thema der Italiener. Einkaufen fahren und ja, sich absprechen, was es zu essen gibt. Und dann schauen wir mal, was es zu essen gibt, ne? Freue mich schon, von der Mama verwöhnt zu werden, vor allen Dingen. Es hat übrigens geschneit, wollte ich euch auch noch sagen. Ja, viele meinen ja immer, oh, Italien und so, aber da oben auf dem Berg, ich weiß gar nicht, ob ihr es sehen könnt, liegt Schnee. Jetzt scheint heute Gott sei Dank die Sonne, aber die letzten Tage war es echt arschkalt. So, auf geht's. There is a life I lead in this city, hurrying to cup my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. Komm, wir gucken, ob die Katze draußen ist. Ui, schönes Wetter heute. So ein schönes Wetter. Hm? Aber da oben auf dem Berg liegt tatsächlich noch Schnee. Ja, der Garten sieht nicht mehr so fresh aus, leider. Da hinten waren ja immer die Hühner. Ja, die hat meine Mama verkauft. Komm, weil es einfach zu viel Arbeit für sie alleine ist, ne? So, gut. Komm, wir gucken, wo die Katze ist. Hm? Gatto! Gatto! Ah, da ist sie! Da ist sie, die Katze! Wir haben sie gefunden! Wir haben die Katze gefunden! Die im Schnell! Schnell, 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 schnell! Komm! Da ist die Zara! Und da hinten ist die Katze! Gatto, vieni! Kleine Farm hier, ne? Hallo, Katze! Na, wie geht's dir? Der Liam möchte dir Hallo sagen. Komm, geh mal hin zur Katze! Hast du Angst? Komm, dann gehen wir lieber wieder in die Sonne. Sonne ist ja viel schöner. Hi, Zara. Nee, nee, lass den Liam in Ruhe, Zara. Nee, 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 nee. Geh schön weg vom Liam. Nee, 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 nee. Du musst schön wegbleiben vom Liam. Tut mir leid. Das ist unser Wachhund. So, wir gehen wieder rein. Da hat meine Mama das Bild von meinem Papa hin. Ja. Wo geht man jetzt hin? Was soll man machen? Das Bild habe ich euch auf Instagram gezeigt und das bin ich. Na toll. Das ist meine Schwester, die Steffi. Mich tun wir mal lieber da hinten hin. Und das ist der Liam. Guten Morgen. Was für ein schöner Tag heute. Die Sonne scheint. Es ist zwar frisch, aber wenn die Sonne da ist, ist alles gut. Ich hole jetzt mal Holz für unseren Kamin. So, Holz ist geholt. Nicht wundern, dass ich das anhabe, wenn ich Holz hole. Ich ziehe mir dann immer die Jacke von meinem Papa an. Ich friere total. Obwohl ich die dicke Jacke anhatte von meinem Papa. Ich würde sagen, ich blende euch jetzt mal ein paar Eindrücke von Positano ein. Ich mache da Musik dazu. Ich habe es euch gesagt, ich habe nicht dazu gesprochen. Ich wollte einfach diese Eindrücke auf mich einwirken lassen und habe die Kamera ein bisschen angemacht. Ich hoffe, ihr freut euch und dann sehen wir uns dann hier später wieder, wenn ihr das gesehen habt.
wollte euch noch zeigen, was wir in Positano gekauft haben. Und zwar diese Seifen hier in Form von Zitronen. War das jetzt gerade deutsch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall duften die so, so gut. Das ist unglaublich. Zitronen sind ja in Positano ja so das Markenzeichen, sage ich jetzt mal so, das Wahrzeichen. Ich weiß nicht, wie das jetzt auf Deutsch heißt. Jedenfalls mussten wir die mitnehmen und das ist so schade, dass ihr diesen Duft nicht riechen könnt. Limoncello wird ja dort hergestellt und ich habe mir tatsächlich auch eine riesen Zitrone mitgenommen. Da kann man auch Salat mitmachen. Kann ich euch dann auch noch zeigen. Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch ein bisschen was über den Handstaubsauger, also den Akkustaubsauger von Philips erzähle. Den habe ich bei Mediamarkt gekauft für meine Mama für 199 Euro. Und zwar hatte sie sich in meinen Dyson-Staubsauger verliebt. Allerdings kostet der ja knapp 800 Euro. Also den hatte ich mir zu meinem Geburtstag gekauft. Und ich bin ja mit meinem Dyson-Staubsauger überhaupt nicht zufrieden. Ganz im Gegenteil, ich bin total enttäuscht. Für so viel Geld habe ich einfach mehr erwartet. Und ich habe euch versprochen, dass ich diesen hier testen werde. Wie gesagt, 199 Euro ist natürlich ein ganz, ganz großer Unterschied. Allerdings, wie gesagt, war er im Angebot. Wir haben jetzt schon die Möglichkeit gehabt, den ein paar Mal zu testen. Und was soll ich sagen? Der ist so, so genial für das Geld, wirklich. Und zwar hat man natürlich mehrere Funktionen. Zum einen kann man natürlich dieses Teilchen hier abmachen. Man hat noch eine kleine Düse. Damit kann man zum Beispiel die ganzen Matratzen absaugen, Sofas und so weiter. Dann hat man die Möglichkeit, dieses Teilchen hier nach oben zu klappen, sodass man dann sehr, sehr gut in die Ecken kommt, zum Beispiel Fensterrahmen und so weiter. Ich glaube, ihr könnt euch das so ganz gut vorstellen. Außerdem hat man hier unten dran zum Beispiel auch noch ein Licht, sodass, wenn man unterm Sofa saugen möchte, auch sehr, sehr gut erkennt, wo der Schmutz ist. Also das finde ich auch sehr, sehr praktisch, gerade für ältere Leute zum Beispiel. Oder für mich, ich bin ja ohne Brille halb blind. Und hier hat man dann noch diese Düse, sodass man den zum Beispiel auch mit rausnehmen könnte fürs Auto. Ja, kann man das Auto so absaugen, also die Polster. Oder hier drin halt die Polster. Hier hat man den Schmutzbehälter. Das fand ich allerdings ein bisschen tricky. Da haben wir wirklich ein bisschen gebraucht, um zu checken, wie das aufgeht. Also ja, wie gesagt, das ist ein bisschen tricky, aber wenn man es dann raus hat, geht's eigentlich. Das finde ich beim Dyson-Staubsauger zum Beispiel besser. Da schiebt man das nämlich einfach nur nach unten und hält es über den Mülleimer. Und das ist halt hier ein bisschen anders. Also hier muss man die Klappe abmachen, ihr habt es ja gerade gesehen. Wie gesagt, das ist ein bisschen tricky und dann leert man den halt einfach so aus. Ja, ansonsten kann man das Ganze natürlich logischerweise auch laden. Finde ich auch irgendwie cool gemacht. Und zwar ist hier so ein Teil und das klickt man dann, so klickt man das dann drauf und dann kann man das eben an Strom anschließen, das Ganze laden und dann verwenden. Ansonsten gibt es zwei Stufen. Erste Stufe, zweite Stufe. Okay, das war jetzt gerade sehr schlau, ohne Deckel. So, okay. Und ja, hat mega, mega Power. Also es ist wirklich der Wahnsinn. Wir haben einen Teppich abgesaugt und waren leicht überrascht. Ja, jedenfalls finde ich ihn richtig, richtig gut. Wir werden ihn noch eine Weile testen. Ich kann euch dann gerne noch was dazu sagen. Aber ich bin total froh, dass ich diesen Schnapper gemacht habe und meiner Mama keinen Dyson-Staubsauger gekauft habe, weil ich, wie gesagt, von meinem Dyson-Staubsauger sehr, 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 sehr enttäuscht bin. Und vielleicht ist es ja auch was für euch. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Ja, wie gesagt, ich habe ihn bei Mediamarkt gekauft. Ich habe gesehen, dass es den auch bei Amazon gibt. Da gibt es ja auch immer wieder mal Angebote. Und vor allen Dingen auch für Tierbesitzer auch sehr, sehr praktisch. Wir haben ja hier auch einen kleinen Hund. Und da sind wirklich alle Haare weg. Was mir noch aufgefallen ist, dass er recht laut ist. Das muss ich auch noch sagen. Das ist auch noch so ein kleiner Kritikpunkt. Und was ich sehr, sehr gut finde, ist, dass er sehr, sehr wendig ist. Also ihr könnt es erkennen. Man kommt damit wirklich in alle möglichen Ecken. Das ist so die Größe, also ich bin ja 1,65 für etwas größere Menschen, vielleicht nicht so ganz ideal, aber gut, ich denke, so geht's eigentlich, ne? Könnt ihr mich sehen? So, ich stehe gerade, so, und dann kann man das eben eigentlich ganz gut nutzen. Also falls mir jetzt im Laufe des Tages noch was einfallen sollte, dann sage ich es euch natürlich sehr, sehr gerne oder ich sage es euch dann, wenn ich zu Hause bin. Wir müssen uns nämlich jetzt fertig machen und noch einiges erledigen. Ich wollte euch jetzt nur kurz eine ganz kleine Review dazu abgeben und ja, ich hoffe, dass sie hilfreich für euch war. Oh mein Gott, Leute, ich erfriere in diesem Dorf.
Also wir gehen jetzt hier mal in die Chiesa Madre. Meine Mama hat darauf bestanden, dass ich sie euch hier auch auf YouTube zeige. Eigentlich würde ich jetzt nicht mit einer Kamera in eine Kirche gehen, beziehungsweise auch nicht mit einem Handy. Aber die sind halt hier alle mega, mega stolz auf ihre Madonna und sie ist wunderschön. Und auf Instagram sind alle total glücklich, dass ich sie gezeigt habe und das halt auch heute für euch. Ich hoffe, dass keiner drin ist. Ja, okay, wir können reingehen. Also, pass auf. Oh mein Gott, sie ist so schön. Ich hätte so gern hier geheiratet. Oh, die ist so schön. Wunderschön, diese Kirche. Also, wir gehen wieder. Ciao, Madonna. Gela, ist die Katze, Liam? Ist da die Katze? Katze! Gatto! Wo ist die Katze, Liam? Hm? Die setzt sich immer dahin, die Katze. Und der Liam beobachtet sie. Ist sie da? Nicht da, die Katze. Schade. Komm, wir gucken mal da vorne, ob sie da vorne ist. Komm. Andiamo. Lauf. Schränke sind interessant. Schokolade habe ich mitgebracht aus Deutschland. Ist nix für dich. Komm, wir machen wieder zu. Nee. Komm, wir machen zu. Hm? Und die Teile bringen wir meiner Mama immer mit. Die habe ich ihr aus Venedig mitgebracht zum Beispiel. Ja, die sind von der Steffi aus London, Scotland. Jo, und so weiter. Tropea, das habe ich ihr mitgebracht. Salento, das weiß ich jetzt gar nicht. Lecce, Otranto, weiß ich gar nicht, von wem sie das hat. Ja, meine Mama sammelt die. Da ist nochmal die Steffi. Ja, und jetzt gehen wir gleich zum Einkaufen. Und meine MCM-Tasche bleibt jetzt ein bisschen bei der Oma. Die Oma hat sich das gewünscht. Und deshalb lasse ich sie natürlich sehr gerne da. Ich weiß, dass sie ja gut drauf aufpasst und sich freut, dass sie sie jetzt tragen kann. All night long, yeah. We dance with our razor tongues and all day long, yeah. Set under burning sun, catching the waves, inhale, exhale, reminiscing the bygone time, laugh till we cry, days flying by, flying by. Love on delay, push play, let it roll and take you away. Love for a day, replay, we don't care about what they say, and I go on. Also dann zeige ich euch einmal im Überblick, was ich alles gekauft habe. Lupini, Kaffee, allerdings ist der für meine Schwester. Wir benutzen Bohnenkaffee. Gringos, die hat meine Mama für die Jungs gekauft. Eine Packung ist schon verschwunden. Rio Mare gekauft, zwei Packungen Nudeln. Einmal diese Teile hier für Tramezzini. Ich liebe Tramezzini. Gassosa, da sind allerdings auch schon ein paar Fläschchen verschwunden. Ich hatte insgesamt 6 kleine Glasfläschchen und 2 von diesen hier mitgenommen. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich wegen dem Transport und deshalb ja, habe ich da nicht so viel mitgenommen. Dann 2 Packungen Formaggino Mio. Eine Packung ist noch im Kühlschrank. Dann habe ich ganz, ganz viele Mandarinchen gekauft. Die sind aber auch schon zum Teil gekillt worden. Der Max liebt die. Hier habe ich dann frische Mandeln noch gekauft, aber ihr seht, da wurde auch schon lecker geschlemmt. Dieses Teilchen hier hatte ich euch in Italien gezeigt. Da werde ich einen Zitronensalat draus machen. Dann habe ich ganz viel Käse mitgenommen. Scamorza, dann hatte ich auch noch Scamorza affumicata, also geräucherte Scamorza. Die ist allerdings auch schon gekillt. Parmesankäse, hier ein ganz großes Stück. Ich glaube, das war ein Kilo. Dafür habe ich 22 Euro gezahlt. Denn das ist der 30-monatige, wie heißt das deutsche Wort? Stagionato. Ich weiß nicht, also 30 Monate
gelagert. Dann habe ich hier noch ein kleines Stück Parmesan. Ich habe das Ganze einschweißen oder heißt es einschweißen lassen? Ich weiß jetzt gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Aber hier so mit dieser Verpackung, weil er sich dann länger hält im Kühlschrank. Das ist natürlich ganz wichtig, weil wir natürlich auch schon ein bisschen brauchen, bis wir dieses ganze Stück gefuttert haben. Wobei, ja, meine Jungs lieben Parmesan. Dann hier noch Provolone. Und ich glaube, das war es jetzt noch. Ich hatte noch Pandistelle gekauft. Das ist allerdings auch schon in den Kinderzimmern verschwunden. Ja, und das war jetzt soweit der Einkauf. Wahrscheinlich habe ich noch ein bisschen was vergessen, aber das ist jetzt so mal grob, was ich noch in Italien gekauft habe.